Hallo, mein Name ist Alice. Ich bin Tierärztin bei Dr. Sam, dein Online-Tierarzt. Heute möchte ich euch was über Durchfall bei Hunden erzählen. Das machen wir ja ganz gerne, wir Tierärzte. Wir sprechen gerne über Exkremente. Wir scheuen nichts. Durchfall gibt es in den verschiedensten Formen. Durchfall gibt es wässrig, breiig, mit Blutbeimengung, mit Schleim, mit Erbrechen, ohne Erbrechen. Aber Durchfall an sich bedeutet, dass kein geformter Kot mehr vorliegt. Jetzt komme ich nochmal zu den Ursachen von Durchfall. Es gibt ganz viele verschiedene Ursachen. Eine der häufigsten Ursachen sind parasitär, zum Beispiel durch Würmer oder einzellige Parasiten bedingt. Oder auch infektiös durch Bakterien oder Viren. Genauso wie manchmal auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Oft, wenn die Schmerzmittel kriegen, kann ein Symptom Durchfall und Erbrechen zum Beispiel sein. Oder auch, wenn die irgendwas gefressen haben, was sie nicht aufnehmen dürfen, was Giftiges. Avocado zum Beispiel, Macadamianüsse, Schokolade, Zwiebeln, Weintrauben. All diese Dinge gehören nicht in einen Hundemagen. Möchtet ihr mehr darüber wissen, was ein Hund fressen darf und was nicht, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Was kann ich machen als Besitzer? Ganz wichtig, einen Tag nicht zu fressen geben. Weil wenn das wirklich eine infektiöse Ursache ist, dann ist das so, dann schwirren die Viren und Bakterien im Darm. Und wenn dann Futter gegeben wird, erleichtert man quasi die Aufnahme dieser Bakterien oder Viren in die Blutbahn mit dem Futter. Deshalb kein Fressen geben einen Tag und wichtig ist, der Hund muss trinken. Wasser hinstellen und die aktiv auffordern zu trinken, zu animieren. Wenn die gar nicht trinken, kann man auch, wenn man eine Eimerspritze zu Hause hat, den Kopf ein bisschen hochnehmen und dann seitlich hier, wo die Ober- in die Unterlippe übergeht, mit der Spritze kann man stoßweise immer Wasser eingeben. Das ist ganz wichtig, dass der Hund nicht austrocknet, weil es genau wie bei Menschen, wenn die wässrigen Durchfall haben, manchmal auch in Kombination mit Erbrechen, dann können die natürlich schnell austrocknen. Das ist eins der Probleme. Und auch natürlich den Schonen, Hundekontakt vermeiden. Der kann potenziell ansteckend sein oder er kann sich auch irgendwo anders anstecken, weil sein Immunsystem ist geschwächt. Ein gesunder Hundedarm wird auch immer einen gesunden Hund nach sich ziehen, der stark ist und viele Dinge abwehren kann, wo andere Hunde krank werden. Deshalb ist das wichtig, dass man immer hier auf den Darm sein Hauptaugenmerk setzt. Sollte der Durchfall aber nach einem Tag nicht besser werden oder das Allgemeinbefinden ist schlecht vom Hund, der ist schlapp und liegt nur noch in der Ecke rum, dann kontaktiert bitte einen Tierarzt unter drsam.de und macht einen Termin aus und dann können wir zusammen im Videochat eine kleine Untersuchung machen und dann kann ich euch genau sagen, wo hat der Hund Schmerzen, wie schlimm steht es um ihn, ist er schon ausgetrocknet und dann können wir zusammen einen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen, damit es dem Hund dann besser geht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Alice von Dr. Sam, dein Online-Tierarzt. Tschüss!